Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde GTA 5 LSPD FA. Wir befinden uns heute vor der Wache in Wynwood, wo wir unseren Dienst beginnen mit unserem neu gestylten Charakter dank EUP oder EUP, wie auch immer man es aussprechen möchte. Mit einem Charakter eine Fülle an Uniform bietet. Also sprich, man kann jetzt mit diesem Charakter wirklich jegliche Art von Uniform anziehen. Und davon gibt es also wirklich sehr viel im Repertoire. Aber ich denke mal, werde ich in den weiteren Folgen vielleicht nochmal so ein paar Beispiele zeigen oder gegebenenfalls nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen. Da bin ich mir irgendwie ganz schlüssig. Vielleicht kann man ja... Ja, genau. Vielleicht hinterlasse ich einfach mal einen Kommentar, ob das mal gewünscht ist, dass ich da mal ein bisschen näher drauf eingehe. Dann könnte man das mal so in so einen kleinen Teaser verpacken. Ne? Also eine kleine separate Folge. Ansonsten habe ich noch was Neues installiert, das nennt sich ALPR Plus. So. Was hier schon einige Fehler gemacht hat, oder beziehungsweise einige verdächtige Fahrzeuge gezeigt hat. Was einem natürlich extrem viel Arbeit bescheren kann. Ne? Wenn man da wirklich drauf eingeht, jetzt kommen hier mal 5 Fahrzeuge, wo doch mal kein verdächtiges Fahrzeug bei. Ein Fahrzeug bei, was wirklich irgendwie Dreck am Stecken hat. Wie ist das im Wynwood Hills? Oh, das ist doch gleich um die Ecke. Mit 365 Meter. Da hätten wir auch mal umdrehen müssen. So, ich mach mal kurz hier Licht an, damit ich hier leichter drehen kann. Ja, schon der nächste. Schon mal gesehen, aber na gut. Ja, also es zeigt natürlich alles an, ne? Also, wenn die Registration abgelaufen ist, ne? Die Versicherung nicht bezahlt, also die Rate nicht bezahlt, ja, da ist die Lizenz abgelaufen, suspended, ne, warte mal, die ist eingezogen, suspended, eingezogen. So, da haben wir schon mal den Knaben scheinbar, der hier so ein bisschen verwirrt, verstreut und ein bisschen entblößt. Wie hier gegen läuft. So normal ist das ja nicht, ne? Deswegen wurden wir auch hergerufen. Wie wir sehen, hat der Kollege keine Hose an. Ja. Ich drehe mich mal so. So. Ja, es ist immer nicht das, was ich denke. Das ist irgendwie, ja, das ist... wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Ja, natürlich lasse ich dich nicht laufen. Schon mal gar nicht nach Hause bringen hier. Warte mal. Muss ich jetzt die Waffe wieder nehmen? Ja, muss ich. Halt doch mal an da. Ach, Mann. Immer diese räudigen Fußverfolgungsjagden. Er ist auch schnell. Na gut, er hat ja auch keine Hose an, ne? Police! So. Stop whatever the hell you're doing! Ja, die Schnauze voll. Muss ich so weit zu Auto zurücklaufen. Eins ist klar, den nehme ich nicht mit. Genau für solche Typen haben wir ja unseren Gefangenentransporter. Beziehungsweise die liebe Kunde. A suspect placed under arrest in Wynwood Hills. Alles klar, kaum bist du festgebunden, fällst du natürlich auf die Fresse. Ja klar. Ja genau, die Kollegen haben genau das richtige Auto versunken. So. Pack den mal ein. Oh, und ein Kollege. Na gut. So, aber wieder zurück zu unserem Fahrzeug und weiter. Hallo. Weiter
unsere Streife vorsitzen. So. Der erste aufregende Einsatz ist ja schon beendet. Oh. Jetzt fängt es noch an zu regnen. Das ist aber uncool. Ob ich mal etwas... Na gut, was soll's. Mensch, Kollege, da ist sowas verloren. Warte mal, da ist er. Du da vorne, mal rechts ranfahren. Hallo. Verdammt. Das ist aber in Deckung hier, die schießen scharf. Wer schießt denn auf uns? Was ist denn los hier? Hallo. Keiner schießt hier umgeschraubt an mich. Was ist mit deinen Kollegen da? Warum laufen die weg? Hey, hallo. Mensch. Officer im Einsatz, passen Sie mal auf hier. LSPD, don't make me shoot ya. Wo willst du hin? Finde ich aber auch immer interessant, dass immer nur der Fahrer offensichtlich Dreck am Stecken hat, beziehungsweise in solchen Fällen immer nur der unmittelbare Tatverdächtige ist. Ja, der andere ist wahrscheinlich verschwunden. Ich finde, das sollte man da... Assistance needed for a suspect placed under arrest in downtown Vinewood. Noch mal verbessern. Roger. Dann warte mal. Hallo. Mensch. Dispatch calling unit 1 Adam 12. We have a traffic alert in Vinewood Hills for possession of drugs for sale. Wollte ich eigentlich aus dem vom Berg runterschmeißen? Funktioniert leider nicht so, wie ich mir das denke. Na gut. This is Ocean 1, we can get that. Auf jeden Fall liegt der Kollege ja nicht auf der Straße. Da können wir auch jetzt erstmal einen Abschlepper, den Leichenbeschauer mal rufen. Hallo. We've got a civilian in need of assistance in downtown Vinewood. Unknown trouble. Will ich das jetzt haben? Ich weiß nicht. Sag mal, Stolen Nickel, Wohake? Dispatch, this is Ocean One responding. Roger that. Ja gut, ich meine, nehmen wir mal kurz mit, ne? Guten Tag, junge Dame. Stop! Police! So, jetzt habe ich aber die Nase voll hier. Wir rammt hier mein Auto hier. Hallo? Der Lack hält ja auch nicht ewig. Vorsicht, Vorsicht! Oh. Mann, Mann, die gute Frau hat aber mehr Glück als Verstand. Was ist denn hier los mit euch? Habt ihr alle keine Zeit oder was? Kommen wir mal hier beiseite. Ey, sag mal. Was ist denn hier kaputt? Was ist denn mit euch nicht in Ordnung, Leute? Hier, stopp mal kurz hier. Stop all traffic jetzt. Hier habe ich aber die Schnauze voll. Mensch, Kollegen, ich gehe gerade im Einsatz nach. Gestohlenes Fahrzeug und so. Ja super, einer steht da, der andere steht da, wie soll ich denn jetzt in mein Fahrzeug einsteigen? Mann, ihr seid ja leuchten, ehrlich. Ja, immer wird das Fahrzeug abgestellt, weil das sollte ja eigentlich gestohlen worden sein. Warte mal, wir können ja eigentlich mal kurz, das Kennzeichen kontrollieren soll, dass mit das System hier nicht flunkert. Den Oracle haben wir dann schon mal. So. Genau, warte mal. Target license plate. Assistance 9, George Robert, placed under arrest. 10, 1099. Copy, that's the code 2, on our way. Roger. Es ist ein Oracle 2, waren da noch so viele andere Oracle 2? Na ja, gut, Pech gehabt, da ist mein Auto angerufen. Hey, guck dir mal die Schramme da an, ja. Mensch. Idiot! Oh Mensch, du lass mich jetzt mal hier in Ruhe. Verdammt nochmal, ich werd ganz nass. So.
Jetzt lassen wir einfach den Verkehrsknoten wieder hier ein bisschen sich lösen. In der Hoffnung. So. Dass sich die Kollegen mal alle ein bisschen beruhigen. Also ich kann das hier nicht mit angucken. So, wenn wir mal jetzt hier mal ein bisschen rumspielen, nehmen wir das passende Wetter, finde ich. Also nicht zum Rumspielen, aber wir können einfach mal hier das kurz zeigen, dieses IOP-Menü. So, wir nehmen mal den Raincoat Hooded. So, damit wir hier nicht so nass werden. Schwupps, und schon haben wir das Dress gewechselt. Citizens report a possible disturbance in downtown Vinewood. Respond code 2. Public disturbance. Nee, also gibt's hier nicht irgendwie mal was Spannendes wieder? Copy that, dispatch. We'll find those animals. Was steht der da rum? Ist ja ein bisschen verdächtig, oder? Ist das wirklich klar? Kaum habe ich meine Regenklamotten an, hört es auf zu regnen. Irgendwie suspekt. Aber normalerweise müsste ja mein IPR-Plus-System noch eigentlich Alarm schlagen, oder? Guck mal. Ich will da nochmal kurz abchecken, aber habe ich das überhaupt noch an? Nee, ja. Ist aktiviert. Ja. Suspect's license plate 06 Ocean Frank William 6 5 4 no 1099. Was ist denn jetzt ein Hexer? Oder nochmal? Nee. Was Dings wird? Nee. Was Franklin fährt, ist kein Hexer, oder? Also das ist das einzige eisweiße Auto, was ich gerade gesehen habe hier. Schön ist natürlich, mit dem System kann man super natürlich Parkplätze nach gestohlenen Fahrzeugen oder das wahrscheinlich auch schon wieder. All units, we've got an assault on a civilian in downtown Vinewood. Das wird mir jetzt gerade nicht so auf der Karte angezeigt, oder? Nee, da will ich jetzt nicht hin. Das ist mir zu weit weg. Ich bin gerade wieder mühsam in die Stadt gefahren. Oh ja, schon mal wieder. Nee, da kommt man auch gerade her. Gibt es hier nicht irgendwas in der Stadt hier? Attention all units. Citizens report a civilian in need of assistance in downtown Vinewood. Da oben ist echt die Hölle los, ne? Fight in progress, ne? Dann machen wir das doch mal. Das klingt doch mal nach Einsatz für uns. So. Ich würde sagen, wir müssen das... Copy that, dispatch. Roger that. 1, Adam, 12. Non-lethal weapons to be employed. Respond code 3. Ja. Habe ich mir schon was gedacht. Irgendwo hier müsst ihr euch doch prügeln, ne? Wo seid ihr denn hier? So, mal gucken. Wo haut ihr euch denn auf die Mütze? Ich hoffe mal, ihr schlagt euch da bloß. Da sind sie. Hey, hey, Leute, 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 Leute. Whoop. Hey, hey, ruhig, Bonner, ruhig. Stop whatever the hell you're doing. Ja, toll, jetzt hast du ihn umgehockt hier. Ja, kuscheln. So. LSPD! Oh, don't make me shoot ya! Hallo. So. Jetzt nehmt ihn nochmal fester, Mensch. Oh. Ich muss aber den gleich mal einen Krankenwagen rufen. Erstmal wollte ich dich hier festbringen. Attention all units. Code 4. All units return to patrol. Also hier ist noch gar nichts Code 4. Mensch, du bist ganz schön schnell, junge Dame. Ich muss doch erstmal hier den EMS rufen. Vielleicht geht's dem Jungen ja noch gar nicht so schlecht. We've got an ambulance call in downtown Vinewood. So, dann können wir den erstmal hier assistance needed for a suspect placed under arrest in downtown Vinewood. Whoa. On the way. Roger. Here we go. We got you. Wow. Nicht schlecht. Give them some room. Ich hoffe, der fährt ein bisschen gesitteter, wenn mit einem Patienten bittert. We've got a criminal resisting arrest on Route 68. Das ist so weit weg hier. Aber schön hier reingedriftet, ne? Also, kann man nichts sagen. Was ist denn, ist der tot? Jesus Christ! Verdammt. Bye. Verdammt, Sorry, piece of crap. Ja, danke schön, Kollegen.
Fahrt mir mal ruhig den Arsch ab. Der Krankenwagen ist ja noch hier. Jetzt beschwere ich noch, dass mein Auto im Weg steht. Ne? Also, ist ja schon reingedriftet. Dann bestellen wir ja mal einen Leichenbestatter und naja gut. Wir haben jetzt die Kleidung nicht lange gebraucht, aber wir konnten es mal zeigen, wie so einfach das so funktionieren kann. Wir nehmen jetzt mal den normalen Raincoat, weil man weiß ja nicht, vielleicht fängt es gleich wieder an. Ups, das da. So. Sieht auch ganz schick aus, finde ich. Was ist denn hier eigentlich jetzt noch rot? Ich kann jetzt nicht gerade folgen. Habe ich irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Attention all units. Oh. Officer needs assistance in Vinewood Hills. Ja, das ist immer aufregend. So, dann mal los. Leichenbauschau. Was ist denn hier vorne los? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade Fakt ist. Warum da so der rote Punkt ist. Hey, warte mal, jetzt bin ich irgendwie gerade ein bisschen irritiert. Wo ist denn der Kollege hier? Was ist denn hier los? Warum habe ich da einen roten Punkt, da einen blauen Punkt? Irgendwas. Ups. Ja, das ist das andere, was ich nochmal installiert habe. Was aber irgendwie von der Tastenbelegung scheinbar nicht woanders hin geht. Hä? Ach so. Da muss ich einmal am Pudding fahren, weil das auf dem Highway ist. Oh Mann. Ja, super. Nee, da habe ich jetzt auch keine Zeit für. Wenn ich da bin, ist der Kollege ja schon 50 Mal gestorben. Okay, also hier scheint irgendwo was zu haken. Ich weiß noch nicht genau was. Wollen wir mal gucken, was da unten jetzt erstmal Fakt ist. Dann wollen wir hoffen, dass hier nicht das LSPD FA abstürzt. Ja, so dumm zum Laufen, ne? Das war cool. Genau. So. Dann haben wir rübergerutscht. So, halt doch mal an. Stopp, 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 stopp. Bleibst du stehen. Deswegen bin ich. Oh. Oh, Mensch. Ja. Ja, ich muss jetzt noch. Oh. Alter Schwede, da habe ich es aber noch gut erwischt. Ja, und er steht auf. Oh, das ist ein Mensch. Hallo. Kann mir mal jemand Unterstützung irgendwie schicken hier? Ja, wenigstens hast du zwei linke Füße. Das ist schon mal eine gute Idee. Lass schon mal die Waffe fallen. So. Oh, ist krass. Mann, 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 du könntest Stuntman werden, Alter, mit der Aktion. Voll fett vom Tanklaster erwischt. Ah, schwupps, ey, steht da einfach auf und läuft weiter. Ihr Kollegen, wenn ihr euch hier nicht benimmt, ne, dann muss ich hier mal ganz kurz, was so genau, warte mal, wir machen das jetzt einfach mal hier. So, jetzt mal hier ein bisschen von Gas gehen hier, ne, hier ist nämlich ein Einsatz und so. Außerdem muss ich mal ganz kurz für meinen Kollegen, glaube ich, mal hier ein Essen rufen. We have an ambulance requested in Vinewood Hills. Bitte mal zu Gott, dass der Kollege noch lebt. Hallo, geht doch mal aus dem Weg da. Dass der auch nicht mal ein bisschen schneller gehen kann. So, wir werden schon mal vorsorglich für das Fahrzeug gleich schon mal, weil hier wird sich ja keiner finden. Weil würde ich jetzt eigentlich schon jemanden rufen, nicht wahr? Nee, jetzt. Dispatch calling unit 1 out of 12. Citizens report an assault and battery. Hallo, ich habe hier noch einen Verhafteten und ich muss weggehen. Ich muss weg. Mann, 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 Mann. Charlie 4, roger that. We're in the area. Also die Wegfindung der KI scheint, also lässt immer noch ein wenig zu wünschen übrig. Guck mal, den hier, der ist irgendwie... Ich finde das irgendwie effektiver. Von dem Plugin. Hatte ich hier nicht mal ein EMS gehoben? Ach, der steht im Stau. Ja, nicht mal lange. Die rammen sich hier alle den Weg durch.
habe doch gar nicht den Verkehr gestoppt. Ich habe doch bloß... Das ist ja schon wieder ein Bild, wie Gott. Aber dann müssen wir mal ein bisschen auf erhöhte Position gehen. Das muss man sich einfach mal... hier mal ein bisschen hier... Jetzt müssen wir da oben auf der Brücke sein. Kommen wir da irgendwie hin? Eigentlich schon, ne? Sieht nämlich ganz lustig aus, aber leider, langsam scheint sich das Verkehrsknäuel zu lösen. Ist schon lustig. Vor allem, dass der Abstellbeweis in verkehrter Richtung steht. Und mein Officer ist weg. Okay. Tja. Okay. Nee, ich kann mir das nicht mal länger mit angucken. Ich mache jetzt einfach einen Schuh, mache aber vorher noch hier das erstmal weg. So, und jetzt schnell mit der Tütata hier weg. Das kann man sich ja echt nicht angucken. Wir können doch mal gucken, ob wir noch mal einen kurzen Auftrag kriegen hier. Ansonsten... Attention all units, we've got a person stealing a car in Vinewood Hills. Ich krieg das doch gar nicht mehr angezeigt. Dort da hinten. Aber Vinewood Hills ist ganz woanders. Ich fahr mal kurz hier rechts rum. Wir fahren mal kurz die Pferderennbahn. Vielleicht kriegen wir hier mal was Schönes. Attention Unit 1, Lincoln 18. We've got an officer in need of assistance in downtown Vinewood. Downtown Vinewood ist hier wohl weit weg, oder? Oh ne, auf einer Straßenseite. Also auf der anderen Freeway-Seite. Copy that. We're moving right now. Roger that. So, das machen wir noch mit. Sehr schön, du hältst hier eine Geschwindigkeitsbeschränkung, aber ich habe keine Zeit. So. Einmal hier rüber. Also was das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Irgendwo scheint ja was zu haken. Ich hab doch diesen Einsatz da richtig beendet. So, da stehen die Kollegen. Hast du was getrunken? Nee, warte mal, jetzt musst du da... Nee, verstehst du es? Na, warte mal, ich stelle mich jetzt da jetzt hin. So, hast du davon. So. Mann, was ist mit dem Auto passiert? So, ja, das war's ja. So, dann spring an. Aus dem Weg. Warum fährst du so langsam hier? Du hast aber echt die Ruhe weg, ne? Also, Entschuldigung. Oh, das wird eng. Warum hältst du nur an auf einmal? Was ist los mit dir? So. So, wollen wir die Mann halten hier? Ja, ich werde dich töten, wenn es sein muss. Halt dieses verfluchte Auto an. Ja gut, der nimmt ja überhaupt gar keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Und brettert hier rote Ampeln. Da muss ich leider von der... Ich hab das schon krachen sehen. So. Freund der Sonne. Jetzt ist aber hier Schluss mit los. So. Ich werde hier noch markieren, damit ich hier nicht verliere. Der mit dem kaputten Rücklicht. Ja, drängel mal ruhig. Endlich mal. So. Ab in den Abstellbahn. Los. Mach. Mensch. Vorsicht gegen Verkehr. Nein, kaputter Reifen scheint nicht so viel zu sein. Oh, Entschuldigung. Das ist ja eine Verfolgung. Was soll ich machen?
Robert wird fallen Späne. So. Ja, es ist ins Schleudern kommen, der Verdächtige. Und Krabums. Schade, dass sie nicht richtig K.O. gehen. Hallo. LSPD! Don't make me shoot ya! So, das ist doch ein sehr interessantes Finale gewesen für diese Folge. So, Leute, entspannt euch. Ich habe den Einsatz hier voll unter Kontrolle. Fahrt mich hier in der Möglichkeit bitte nicht über den Haufen. Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. Na wunderbar. Assistance required for a suspect placed under arrest in Hawick. Green 2, we are on our way. Roger. Oh, und damit beginnt der heutige, endet der heutige Dienst von Officer Schlappohr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst doch mal ein paar nette Kommentare oder Daumen hoch. Würde mich freuen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge.